20 Jahre Faszination fehlt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Siegerehrungprüfung Nummer 43 der Hallengeländeritz, der Klasse L, der Preis der Consumenta, präsentiert von der AFAG Messe und Ausstellung GmbH. Es siegt mit 101,41 mit Luella. Herzlichen Glückwunsch, Robert Zürich. Die Gratulationen für die Jury dieser Prüfung werden überwacht von Herrn Peter Wagner. Die Gratulationen und der Ehrenpreis aus der Hand des Präsidenten des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes. Die Gratulationen, Herr Hans-Peter Schmidt, und die Gratulationen durch unsere Turnierleitung, Frau Jacqueline Schmieder. Sie überreicht einen Uwex Backpack, der extra zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse von Reitern und Pferden. Der zweite Platz, Ebene der Zeitwertung und, meine Damen und Herren, der Stilpreis. In 102,44 mit einer Stilnote von 9,0 für Quintano B. und Anna-Katharina Funke. Der Stilpreis, ein neuer Uwex-Reithelm im Wert von 400 Euro wird überreicht von Herrn Hans-Peter Schmidt, Präsidentin des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes. Der dritte Platz, der geht an Wonder Girl DK, Bodo Wattenberg. Auf dem vierten Platz mit Siegfried Miriam Brey. Der fünfte Platz für Deutsche Mia, Tina Krüger. Auf dem sechsten Platz mit Justin Caroline Wieskickel. Der siebte Platz für Whippy Willmar, Mark Krüger. Auf dem achten Platz mit Kiesi MR, Martin Obermeier. Der neunte Platz für Atlantic Flash und Marina Bauer. Der zehnte Platz für die Herzkönigin unter Ulrike Schmitz. Der elfte Platz Kim Cross und Johanna Zürich. Der zwölfte Platz für Frutina und Stefanie Würfel. Und der 13. Platz für meine Sandra Heidberger. Herzlichen Glückwunsch an den Sieger Robert Zirch und Luella. Glückwunsch auch an Anna-Katharina Vogel für den Sieg in der Stilwertung. Ein herzliches Dankeschön an die Firma Uwex für die Ausstattung der Ehrenpreise dieser Prüfung. Zum einen das Backpack für unseren Sieger, zum anderen der nagelneue Reithelm für die Siegerin des Stilpreises. Herzliches Dankeschön auch an Hans-Peter Schmidt für seine Anwesenheit bei uns in dieser Sieg-Ehrenrunde. Jetzt, meine Damen und Herren, wollen wir Sie feiern mit riesigem Applaus, so wie es sich gehört für unsere Vielseitigkeitsreiter hier bei 20 Jahre Faszination fehlt. Auf der Ehrenrunde, Robert Offitz.